Hallo, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich bin der Profi-Nerd und heute habe ich den Lego-Katalog Juli bis Dezember 2021 dabei. Der Katalog fürs zweite Halbjahr. Und es gibt so viele Reviews. Die Leute haben schon so mega viel den Katalog durchgeblättert. Und dann muss ich nicht mit euch die ersten 2-3 Dutzend Seiten durchblättern, um zu gucken, was darin los ist. Wir konzentrieren uns heute auf die Thematik Harry Potter, Star Wars, Creator und alles, was in Lego Technik abgeht, plus natürlich alles für die Sets für Erwachsene. Kommen wir gleich dazu. Erstmal muss ich einen Kugelschreiber nehmen. Ich habe hier einen kleinen Kugelschreiber, denn in dem Lego-Katalog ist etwas neu. Ich mache jetzt einfach mal, im Inhaltsverzeichnis haben wir diese Themengebiete, die es von Lego gibt. Jedes ist unterschiedlich. Also die guten Themengebiete sind groß, wie Star Wars oder Lego Technik, die nicht so gut sind, wie Speed Champions, sind ein bisschen kleiner. Gibt auch ein bisschen wenig Neues. Bei aber jedem Set, ich mache es jetzt exemplarisch bei den Dots-Sets, sind bei jedem Produkt so kleine Herzchen mit bei. Bedeutet, wenn das Kind sich diesen Katalog anguckt, sieht es, oh cool, die Ananas-Stifte, da will ich haben. Dann kann man da ein fettes X reinmachen, kann man den Katalog Mami und Papi geben, dann wissen sie genau, was man kaufen will. Ich gebe euch mal einen kleinen Tipp. Hätte ich den Katalog ausgefüllt, was ich haben will, da wäre kaum ein Herz frei geblieben. Ich hätte alles angekreuzt. Also blöde Idee. Nett gemeint, aber blöde Idee. Wir gehen einfach über Video und so weiter hinweg. Wir bleiben beim ersten Thema Creator hängen. Also wie gesagt, ich habe jetzt Creator Video überspringen, Friends habe ich übersprungen, Disney und Duplo. Interessiert uns nicht, uns interessieren die coolen Dinge. Wir haben dabei die Giraffe mit dem Baumhaus, habe ich euch vorgestellt im Video. Den Spielzeugladen im Stadthaus, habe ich euch vorgestellt im Video. Das Surferstrandhaus steht da hinten, habe ich euch vorgestellt im Video. Und neu ist aber ein Riesenrad. Wir haben ein Riesenrad mit bei, das ist ziemlich groß, kann ein bisschen was, Technik ist nicht verkleidet, ist ein nettes, schnuckeliges Ding, muss ich sagen, kostet 90 Euro. Für 90 Euro kriegt er auch die Lego Creator Burg im Angebot. Dies aber, Achtung, komme ich gleich zu, Lego Creator Burg ist was anderes, ist aber ganz schön teuer. Vielleicht so eine kleine Reminiszenz an das große Ferris Wheel, das es mal von Lego Creator Expert gab, okay. Und jetzt ist es so. Oh weh, die nächste Seite von Lego Creators sind alles alte Sets, die wir bereits kennen. Wir kennen das Space Shuttle, wir kennen die Mondlandefähre, wir kennen das Piratenschiff, wir kennen da oben das da. Wir kennen alles. Wo zum Henker ist die Piratenburg? Die 31120, die da hinten irgendwo steht, die ich euch schon vorgestellt habe. Wo ist die? Richtig, nicht im Katalog. Und warum nicht? Weil die nicht für jeden Lego-Händler ist. Die ist Shop-exklusiv für Lego, also Lego.com und den Lego Store und auch Smith Toys. Ich habe diesen Katalog von Smith Toys. In der Mitte ist ein kleiner Einlieger, der ist da reingetackert. Das ist ein extra Katalog für Smith Toys. Und in diesem Katalog ist zum Beispiel auch die Burg drin. Da steht Lego Highlights bei Smith Toys. Das heißt, diese Burg kriegt ihr nur bei Smith Toys und nirgendwo anders. Vielleicht taucht sie irgendwann mal später bei Amazon auf oder bei Galeria. Keine Ahnung, derzeit bei Smith exklusiv. Das heißt, in der Lego Creator Welt ist für euch nichts Spannendes mit bei, was Neues, außer dem Riesenrad. Außer ihr kauft woanders oder bei Lego direkt. Was mich besonders freut, sind diese 5 kleinen Kollegen hier. Also eigentlich sind es 4. Das freut mich, das freut mich, das freut mich und das freut mich. Die 4 sind super, kann man nichts falsch machen. Ich habe alle 4. Ich bin mega zufrieden. Blindkauf, wenn ihr die noch seht, nehmt sie mit. Ja, Lego Mario brauchen wir alles nicht. City lassen wir einfach mal stehen. Wir gehen auf den Smith Toys Katalog ein, der in der Mitte hier eingetackert ist. Ich nehme den einfach mal raus, dass es einfacher ist. Smith Toys wirbt damit, dass sie das Harry Potter Schloss haben. Die haben Jago Gardens. Die haben das NES. Die haben die Ritterburg. Die haben den Millennium Falcon. Die haben das große Space Shuttle. Die haben den Batwing. Die haben ein bisschen mehr Hot Shit als die anderen. Wir konzentrieren uns aber heute auf den normalen Katalog. Nicht von Smith, sondern generell. So, Lego City haben gesagt, gehen wir drüber hinweg, müssen wir nicht gucken. Minifiguren-Serie. Entschuldigung. Marvel, interessiert uns alles nicht. Adventskalender, Spider-Man, Ninjago, interessiert uns jetzt alles nicht. Jurassic World, muss man ganz schön weit blättern. Harry Potter. Wir haben, und jetzt wird's spannend, noch die alten Bücher, die ja dieses Jahr die meisten End of Life gehen. Die sind nicht mehr lange im Katalog. Das wird der letzte Katalog sein, wo alle Bücher drin sind. Und wir haben hier drüben die neuen Lego Harry Potter Sets. Ich habe euch fast jedes Harry Potter Set bis jetzt vorgestellt. Ihr wisst schon, die neuen mit den grauen Dächern. Jetzt sind sie drüben. Entschuldigung, meine Stimme versagt.
Jetzt sind sie wieder hingegangen und haben die alten sandgrünen Dächer genommen, so wie in der ersten Serie. Und dieses Set, dieses Schloss, war bis jetzt Lego-exklusiv und jetzt kommt es auch zu allen anderen Spielwarenhändlern ab August. Bedeutet, ab August könnt ihr 140 Euro für Hogwarts in die Kammer des Schreckens ausgeben. 20% am Markt kriegt ihr für 110 Euro hinterhergeschmissen. Gar kein Thema. Hogsmeade ist drin. Für mich, also ich bin ganz ehrlich, von dem ganzen Käse, also so, von den Büchern war ich ja nicht sonderlich überzeugt. Das war ein nettes kleines Gimmick. Das war wegen den Figuren mehr oder weniger. Quasi ein Harry Potter Battle Pack. Von denen da drüben, ich kaufe mir davon nichts mit einer Ausnahme. Ich kaufe mir nicht Hogsmeade, obwohl es cool ist. Ich kaufe mir nicht Fluffy, ich kaufe mir nicht das große Hogwarts, ich kaufe mir nicht den Adventskalender, ich kaufe mir nur das Mädchenklo mit Hermine, weil ich da die Minifiguren cool finde. Alles andere brauche ich nicht. Warum soll ich wieder mit einem Harry Potter anfangen, obwohl ich schon alles habe? Warum soll ich mir nochmal alles neu kaufen? Den Käse mache ich nicht mit, das gönne ich Lego nicht, obwohl ich es schön finde. Dann haben wir hier bei Harry Potter das Altbekannte, genau das, was ich bereits vorgestellt habe und bereits habe. Muss ich nicht nochmal vorstellen, tut sich nichts. Und ihr seht, da fehlt doch was. Wir haben Hedwig, aber ein Harry Potter Set fehlt. Und zwar Fox, der rote Phönix von Albus Dumbledore. Der ist Lego-exklusiv. Der fehlt hier drin, den kriegt ihr nur bei Lego. Nicht im normalen Spielzeugfachhandel. Ist doof, ist aber so. Dann gucken wir weiter. Minecraft interessiert uns auch nicht. Lego Star Wars, da tut sich mehr. Wir kennen Grogu oder Mandalorian Brickhead. Wir kennen das Battle Pack. Wir kennen Ärger auf Tatooine, habe ich euch vorgestellt. Neu sind diese zwei Sets. Wir kriegen ein, wie nennt sich das denn? Ein Imperial Marauder kennen wir aus The Mandalorian. Und wir bekommen das Schiff des Kopfgeldjägers. Disney hat sich ja dazu entschlossen, dieses Raumschiff nicht mehr Slave One zu nennen, sondern Raumschiff des Kopfgeldjägers. Ist ein bisschen kleiner. Und ich muss mal mir auf die Schulter klopfen. Ich habe in einem vorherigen Podcast, der ist schon 3, 4, 5 Monate her, lass es 7, 8 Monate her sein, habe ich gesagt, warum nimmt Lego bei den 40 Jahre Lego, nee Quatsch, 20 Jahre Lego Star Wars, als sie 20 Jahre Lego Star Wars gefeiert haben, warum nehmen sie die Slave One vom Markt, die war ein Jahr da, vielleicht, ja ein Jahr, warum nehmen sie die gleich weg und andere Sets laufen und laufen und laufen. Der Podracer ist lang gelaufen und ein, zwei andere Sets sind auch noch lang gelaufen. Warum nehmen sie denn vom Markt? Da war meine Vermutung damals sicher, weil sie eine neue Slave One im Petto haben. 50 Euro, bisschen kleiner. Sind 3 Minifiguren dabei, natürlich der beliebte, nee, Quatsch, wie viele Minifiguren sind dabei? 2, es ist der Mandalorianer dabei und Boba Fett. Ansonsten tut sich bei Star Wars nicht viel, Adventskalender. Doch, es gibt noch 2 neue Sets. Es gibt das Angriffs-Shuttle aus The Bad Batch. Den Kollegen hier für, ich glaube, 90 Euro, 100 Euro. Und wir haben hier unten, nee, hier oben, ein schönes Duell aus Ashoka Tano und aus dem Sith-Meister. Was ist mir der Name entfallen? Von Darth Maul. Ist schon ein bisschen spät heute. Das Video kommt übrigens mitten in der Woche raus, weil ich einfach so viel Content habe. Das muss ich rausballern. Ich hoffe, euch stört nicht, dass es mal mittwochs kommt. Ansonsten ist bei Star Wars alles beim Alten. Nichts Neues. Überteuerte Sets der AT-AT, General Grievous Starfighter. Das Transportschiff der Ritter von Ran. Ritter von Ran. Nichts Spannendes. Dann haben wir immer noch mehr alte Star Wars Sets. Wir haben das Imperial Angriff Shuttle, wir haben den X-Wing, Kylo Ren's Schiff, wir haben Yoda, wir hatten den Baubahn Grogu. Tut sich nicht so viel. Der Oktober bei Star Wars, September, Oktober, der wird deutlich, deutlich besser. Erstens für Mandalorian-Fans. Zweitens, was den Geldbeutel angeht, da kommen coole Sets raus. Kann ich schon mal spoilern. Und ihr habt auch bemerkt, hier drin fehlt irgendwas. Irgendwas fehlt da drin. Fehlt wieder was. Ich vermisse nämlich hier irgendwas. Irgendwas Essentielles bei Star Wars vermisse ich. Ich weiß nur noch nicht, was ich vermisse. Ach, natürlich. Exklusivsets bleiben exklusiv. Das 400 Euro Cantina-Set kommt natürlich nicht hier rein. Die Razor Crest kommt nicht hier rein. Immer noch Lego-exklusiv. So, dann gucken wir weiter. Nach Star Wars kommt eine Doppelseite Mindstorms. Interessiert uns auch nicht. Und jetzt kommen wir zu meinem Lieblingsthema. Lego-Technik. Wir machen mal einen Schnitt. Wir machen mal ein Gedankenexperiment. Ich habe euch ja die erste Seite Lego noch nicht gezeigt. Ich habe den Katalog von 2021 Januar bis Juni. Den 2000 Juni bis Dezember. Ja genau, 2020 Juni bis Dezember. Die letzten 2 Kataloge. Wir gucken aber in den letzten 12 Monaten, was das erste Setbild von Lego-Technik war auf den Seiten. Komm, wir gucken mal rein.
2020, Juli bis Dezember, war das erste der Sian FKP. Doppelseite. Rotzt richtig rein. Und erst danach kam so die Osprey, die natürlich nie kam, der Defender, die Ducati, dann kam der Liebherr und da so weiter und so fort. Voll gut. Im Januar diesen Jahres, als der erste Halbjahrkatalog erschien, gucken wir mal, was da bei Lego Technik das erste war. Muss man ein bisschen blättern, ist immer ein bisschen viel. Nach Star Wars kommt Technik. Da war das erste, das hier. Die Aufziehautos und die coolen neuen Sets. Die richtig coolen neuen Sets. Ihr wisst schon, das Hovercraft und so, eine Bagger, habe ich euch ja alles vorgestellt. 2021, zweites Halbjahr, Juli bis Dezember. Immer noch die Aufziehautos, immer noch die coolen Sets. Der Katamaran ist immer noch im Katalog, der ist echt gut. Das Luftkissenboot, der Bagger, das Flugzeug, der Klask-Serie ist immer noch drin. Und der kleine Kompaktlader. Diese Seite könnt ihr. Der Katamaran ist Geschmackssache. Machen wir mal so. Diese Seite könnt ihr bedenkenlos kaufen. Wirklich bedenkenlos. Es ist Bauspaß da bei allen Sets. Es ist Spielspaß da. Und es ist ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis. Unabhängig davon natürlich, dass der Bagger für 30 Euro am Markt läuft und das Luftkissenboot 22 Euro. Und die 10 Euro Sets könnt ihr sowieso blind mitnehmen. Das ist eine Hammerseite. Demgegenüber steht das da. Ihr versteht? Gut. Haben wir das gegessen. Ich bin kein Freund der Aufziehautos. Ist einfach so, tut mir leid, ist meine Meinung. Die nächste Seite ist für mich überraschend gekommen im Katalog. Wir fangen mal mit dieser Seite an. Es kommt das erste große neue Technikmodell. Es wird beworben, der Heavy Duty Tow Truck, der Abschlepper 42128 mit Pneumatik und Aktuatoren, 150 Euro UVP. Mein Set des Halbjahres, des zweiten Halbjahres 2021 von Lego Technik. Grandios. Und drunter haben wir ein Set, wo ich dachte, das überlebt es nicht mehr. Das ist noch ein Set mit einer 420er Nummer, 42095. Der ferngesteuerte Racer. Das ist der, der noch das alte Power Functions hat. Nicht Control Plus, der hat noch eine Fernbedienung mit drin, die mit Infrarot funktioniert, meine lieben Freunde. Wer das noch nicht hat, soll sich zulegen, macht einen Heidengaudi damit rumzufahren. Am besten über Fliesen oder über Parkett. Das nervt dann natürlich den Untermieter. Super gut, macht aber echt Spaß beim Bauen und Junior hat Spaß, über sein Playmobil zu fahren. Ich spreche aus Erfahrung. Der Tow Truck, ich habe Videos darüber gemacht, noch und nöcher. Dieses Ding ist für mich einfach das Set. Das kann alles. Hat Pneumatik, hat gut versteckt, hat einen riesen Kasten drin, der eine Menge Technik und Umlenker hat. Und es ist groß, es ist, steht da die Größe mit bei? Nee, ich glaube, es hat zwar doch 58 cm. 58 cm. Merkt euch mal 58 cm. Ich habe hier einen Maßstab. Das sind 50. Das sind 58 cm. So lang ist dieses Gebilde. Wir merken uns 58 cm, ja? Ist da drin? Super. Die andere Seite ist die Versagerseite. Die Versagerseite beinhaltet das 42109 Top Gear Rally Auto. Völlig überteuertes Control Plus, kann nur fahren und gut aussehen und ist durch die Lizenz gestützt. Und dann haben wir gedacht, ja komm, es kommt ein Rennbuggy raus. Haben uns total gefreut im Weihnachten. Kommt ein Rennbuggy, jawohl. Hat auch Control Plus und keine Lizenz. Der kann noch günstiger werden. 42124, gleicher Preis, 130 Euro. Irgendwas stimmt da nicht. Ich kenne drei Leute, die diesen Rennbuggy haben. Irgendwas stimmt da nicht. Na gut, mag so sein. Und jetzt kommen wir zu einer Seite, die mich persönlich immer noch super verwundert hat. Wir haben einen Liebherr-Bagger drin und wir haben immer noch die 42009, den 4x4 Geländewagen drin. Der ist immer noch drin. Der ist langsam, der ist doof und völlig überteuert. Den hat man schon für 140 Euro am Markt gekriegt. Kauft den bitte nicht. Den da, den könnt ihr kaufen. Der ist gut. Und jetzt kommt was mich mega verwundert hat. Wenn Lego ein neues Set vorgestellt hat, ich mache das mal ganz kurz am Beispiel vom Katalog Juni, Dezember. Wenn da ein Lego Star Wars Set, ein Lego Technik Set vorgestellt wurde, der ist Sian, Doppelseite. Oder nehmen wir hier mal den Volvo, eine ganze Seite. Sogar die zwei haben jeweils eine ganze Seite gekriegt. Wir haben hier oben den Volvo und ungefähr ein bisschen mehr als eine halbe Seite kriegt das neue Topmodell von Lego Technik. Die 42129, der Mercedes-Benz Zetros,
der 4x4 Allrad, ich bin 300 Euro teuer und habe ein Sperrdifferentialauto. Die haben dem nicht mal eine ganze Seite spendiert. Ich weiß nicht, wie ich das finden soll. Ich meine, okay, dass sie dem da oben noch ein bisschen da unten genommen haben mit dem Auto, das kann ich verstehen. Der hat fast eine komplette Seite gekriegt, als neues Modell. Die anderen da drüben sind alle zusammengefasst. Okay, kann ich mitleben. Aber der da hat nicht mal eine halbe Seite gekriegt. Das ist schon heftig. Ich habe in Videos meine Meinung zu diesem Gefährt kundgetan. Muss ich nicht nochmal wiederholen. Ist okay. Aber Lego Technik ist noch nicht zu Ende. Lego Technik ist gut. Warum? Wegen der 10-Euro-Modelle, einem Bagger und einem Luftkissenboot. Wir haben bei Lego Technik noch die Creme de la Creme. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 8 Fahrzeuge auf zwei Seiten. Man möge sich jetzt darüber streiten, ob die gute oder schlechte. Wir haben den McLaren Senna, wir haben die Ducati, wir haben den Land Rover, wir haben den Kran. Davon sind zwei hervorragend und zwei, nee. Hier drüben haben wir den Porsche. Der Porsche ist immer noch drin. 42096. Ja, Porsche 911 GSR. Dann haben wir, was ist denn das da drüben noch? Das Auto von Dominic Toretto, der ist auch noch drin. Wir haben den Jeep, den fand ich ja so mäh. Und wir haben da unten, ja, der Senna war da, der Betonmischer da oben. Ich verwechsel in der Kamera, Betonmischer, der ist super. Ist Geschmackssache, was ihr euch wünscht und was nicht, aber okay. Und da geht es immer noch weiter mit Technik. Und ich fange jetzt mal, ja, das ist die letzte Technikseite. Hier drüben haben wir noch die zwei Autos. Wir haben den Bugatti Chiron und den Cyan FKP zusammen auf einer Seite. Finde ich top, kann man so machen. Und jetzt kommt die Seite, wo ich sage, hat euch irgendjemand den Schal zu fest zugezogen letzten Winter? Der Ferrari fehlt noch, der Ferrari ist drin, finde ich gut. Der ist halt drin, der kriegt keine komplette Seite, ist auch okay. Und da oben, guck mal. Das sind zwei Sets. Nur die Umrandung. Die 42131 ist es, glaube ich. Ja, 42131. Das ist der CAT 911D. Steht ja gar nicht dabei, steht bloß, da steht nicht mal ein Name dabei. Das ist der Cat Bulldozer, das müsste ein D11T sein vom Gewicht und von der Größe her. Und dann haben wir da drüben noch ein neues Set, und zwar der Ford Raptor. Der ist auch angekündigt. Der Ford Raptor ist mittlerweile geleakt. Walmart hat gesagt, das ist er, hat die Bilder gemacht. Ich habe ein Video drüber gemacht, so schaut er aus. 42126, 140 Euro. In den USA kostet er dann $99, was umgerechnet 83 Euro sind. Je nach Bundesstaat nehmen wir ein paar Steuern dazu, sind wir bei, lass es mal so 93 Euro sein. Und bei uns kostet er 140 Euro. Anderes Problem, auch den Cat Bulldozer freue ich mich mega. Das wird der Nachfolger vom Liebherr, der wird groß. Er wird zwei Hubs drin haben. Er wird mehr als vier Motoren haben. Man munkelt so mehr als sechs Motoren sogar. Das Ding wird riesig, es wird gelb und er kann was bewegen. Dann hat er Volvo einen Freund, dann hat er Liebherr einen Freund und dann habe ich einen Freund. Da freue ich mich mega drauf, der wird auch gekauft. Und jetzt zählen wir mal die Lego-Technik-Sets durch. Komm, wir zählen mal die Lego-Technik-Sets kurz. Lego-Technik geht es echt nicht schlecht. Nur weil drei, vier Sets echt Krütze sind, also wirklich Krütze, und zwei, drei weitere Sets so mehr sind, heißt das nicht, dass Lego-Technik schlecht ist. Erzählen wir. Okay, vier Technik-Sets mehr, ich habe die Aufziehautos vergessen. Wir zählen mal die Lego-Technik-Sets. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 Lego-Technik-Sets. Lego-Technik geht's gut. Da sind viele Autos dabei. Zwei Stück kosten allein über 300 Euro. Einer kostet knapp 200. Es sind zwei Top-Modelle mit 450 Euro drin. Es ist ein Land Rover drin, der 180 Euro kostet. Liste. Ich spreche von Listenpreisen. Nicht wundern, die sind im Handel natürlich günstiger. Wir haben einen Volvo-Dumper drin. Wir haben eine 300 Euro Class drin, 150 Euro. Tow-Truck. Aber da sind echt gute Sets drin. Richtig viele gute Technik-Sets. Finde ich super. Finde ich echt gut. Blendet das aus, was euch nicht gefällt. Kauft euch, was euch gefällt. Das macht alles besser. Es lohnt nicht, an Sets rumzunörgeln und rumzujammern. Das macht die Welt nicht besser. Lego kriegt euer Gejammer nicht mit. Wenn sich 100 Leute beschweren, sagt Lego trotzdem, wir haben von denen unten trotzdem 100.000 verkauft. Machen wir es nächstes Jahr wieder. Wird verkauft. Lego merkt das nur, wenn es nicht kauft. Also kauft, was euch gefällt. Und kauft nicht, was ihr euch nicht gefällt. Ganz wichtig. Dann gehen wir noch zu den 18-Plus-Sachen über. Wir haben eine komplette Übersicht aller Lego-Arts-Mosaik. Und zwar Iron Man, die Beatles, Mickey Mouse, was haben wir denn noch? Harry Potter, die Warhol-Sachen, die Star Wars-Sachen. Was halt so 18-Plus ist. Dann haben wir, letztes Jahr war es noch zerklüftet. Mal da bei Marvel, mal da bei DC, mal da bei Star Wars. Alle Helme auf einem Haufen.
Der Batman-Helm, der Iron Man-Helm, der Gauntlet, den Batman und alle Star Wars-Köpfchen und den Droiden. Warum der Hoth-Droide dabei ist, verstehe ich nicht, aber okay, weil ich den eher bei der DO-Serie oder bei dem BB-8 angesehen habe, okay. Aber da sind alle Helme zusammen. Da weiß man, was man sammeln kann. Und mal ganz ehrlich, abgesehen von der Frechheit des Preises für den Infinity Gauntlet, sind die anderen top. Ich habe ja alle Star Wars-Helme gebaut, die sind top. Aber einer fehlt. Wir haben Carnage, aber Venom fehlt. Venom ist Lego Shop exklusiv, der ist nicht im Katalog, tut mir leid. Habe ich Batman gesagt? Der Batman hat es nicht ganz in die Helme Collection geschafft. Der ist rübergeschwungen. Dann haben wir noch den grenzdebilen Schuh, der mir nicht gefällt, und das hervorragende, wunderschöne Ecto 1 Auto. Und da oben ein Set. Ihr seht es in jedem Video im Hintergrund. Da. In jedem Set, in jedem Video seht ihr es. Ein Bonsai. Superset und ein Blumenstrauß. Beides Supersets. Dann haben wir noch mehr Sets für Erwachsene, und zwar die Architecture-Sets. Hier kam ja kein Set dazu, mit Ausnahme des Taj Mahal, das kam neu hinzu. Aber entdeckt ihr das Taj Mahal? Ich sehe kein Taj Mahal. Lego Shop exklusiv, die neuen, so viele neue coole Sets sind. Lego exklusiv gibt es nicht im normalen Handel. Die Welle an Lego 18 Plus Sets hat enorm angezogen. Die Pirate Bay ist immer noch exklusiv. Die ganzen Modulars, die hinter mir auch stehen, alle exklusiv. Gar kein Thema. Kann ich mitleben. Das NES ist teilweise bei Smith erhältlich. Alles okay. Kann ich mitleben. Aber die coolen, essentiellen Sets hätten es doch einfach reinschaffen sollen. Die Ritterburg jetzt reinschaffen sollen. Zum Beispiel. Das ist ein Spielset. Der Carnage-Helm hätte auch rein können. Aber na gut. Ich bin so froh, dass es bis jetzt ein Lego-Technik-Set gab. Das Lego-Exklusiv hat für ein halbes Jahr. Nach einem halben Jahr war es im normalen Katalog. Ich bin echt froh, dass es da nichts wirklich Exklusives gibt. Ansonsten hoffe ich mal, der kleine Exkurs im Lego-Katalog hat euch gefreut. Und ich muss mal Bruni vorstellen. Ich nehme meinen Bruni aber Garfield. Das ist eine Funktion, die ich eingebaut habe. Dieser Schwenkhals dürft ihr nicht für voll nehmen. Normalerweise kann der nur den Kopf hoch oder runter bewegen und kann seinen Schnabel aufsperren. So. Bruni ist ein Lego-Set aus einem Disney-Princess-Universum, und zwar aus Die Eiskönigin. Bruni war Lego-exklusiv, ist seit Juli nicht mehr Lego-exklusiv. Ich muss ihn finden, der ist nämlich tatsächlich in diesem Katalog. Wo ist mein Bruni denn hin? Hier. Salamander Bruni, 43186. 13 Euro UVP. Da läuft er 10 Euro am Markt. Da ist er. Da ist ein kleines Feuer mit Marshmallows dabei. Es ist für dieses kleine Gebilde viel Geld. Aber alle Teile sind bedruckt. Druck, Druck, Druck und die Äuglein. Das ist ein wunderschönes, nettes, kleines Set mit schönen Teilen. Man muss Bruni nicht mögen. Im Film ist er ein echter, kleiner, aufgeregter und aufgeweckter, kleiner Racker. Aber man muss dieses Set doch ehren. Es gibt den einen oder anderen YouTuber, der diesen Set ein bisschen, wie soll ich denn sagen, in den Boden geredet hat. Kann ich nicht teilen. Ich finde dieses Set einfach mal niedlich. Für einen Zehner kann man mitnehmen. Genauso wie einen kleinen Mini-Class-Serien oder wie einen kleinen Kompaktlader für 10 Euro. Und jeder, der das Geld für ein Brickhead hat, kann auch den kaufen. Ich weiß, das Ding hat weniger Teile, aber es ist putzig und voll betroffen. So, aber jetzt wirklich Katalog, zweites Halbjahr, Juli bis Dezember 2021. Haben wir genug durchgekaut. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Schreibt gerne in die Kommentare, was euch missfällt und was euch mega gefällt. Und ob euch diese kompakte Zusammenfassung der Erwachsenen-Sets gefallen hat. Weil, ganz ehrlich, warum soll ich mit euch Duplo und City durchkauen? Ihr kauft es eh nicht. Und wenn, kauft es für eure Kinder. Wir wollen Sets besprechen, die wir für euch besprechen können. Schreibt gerne in die Kommentare, was ich zukünftig besprechen soll. Würde mich mega freuen. In dem Sinn, habt einen schönen Tag. Bis bald.